gibt so drei Punkte, die ich immer wieder sage. Das ist Loyalität. Vertrauen, das braucht jeder Mensch. Aber es muss auch eine gewisse Qualität da sein. Und am Ende ist es dann, wenn wir alle noch Spaß dabei haben, dann ist man auf einem guten Weg, ich sag mal, erfolgreich zu sein. Hansi Flick hat einfach eine Art, eine Persönlichkeit, jedem Spieler das Gefühl zu geben, wie wichtig er ist. Er hat immer die klare Meinung, was er will oder was er erwartet vom Spieler. Und deswegen war es für mich ja absolut nicht vorherzusehen, dass es so läuft, wie es jetzt gelaufen ist. Ja. Jeder, der egal welchen Beruf er ausübt, braucht eine gewisse Wertschätzung, Anerkennung. Das ist ganz normal. Das sind die Grundbedürfnisse eines jeden Lebens. Wenn du zur Welt kommst, hast du das schon, dass du Anerkennung, Liebe haben möchtest. Aber genauso gut ist es auch, sich immer wieder weiterzuentwickeln. Am Ende ist es dann, wenn wir alle noch Spaß dabei haben, die Dinge umzusetzen, dann ist man gut auf einem guten Weg, ich sag mal, erfolgreich zu sein. Früher, als ich gespielt habe, war es halt einfach so, der Trainer hat gesagt, okay, jetzt machen wir das hier so oder so. Ja. Heutzutage wird alles hinterfragt, was hat das für Nutzen für mich, was bringt das für uns, ja. Wie wollen wir spielen? Du musst einfach auch auf die Fragen der Spieler auch eingehen. Ich als Trainer, ich kann nicht überall Top-Experte sein. Ja, das hat sich verändert. Früher war das so. Früher hat man auch geglaubt, man weiß immer alles besser. Heute ist es einfach so, du musst dein Team mitnehmen. Es ist genauso ein Team wie die Spieler, die auf dem Platz stehen. Ist dein Trainerteam, aber auch die ganzen Experten, Medizinstaff, Medien, alles, was du drumherum hast, muss einfach auch gemanagt werden. Und jeder hat seine Expertise und jeder ist in dem, ja, da einfach auch dementsprechend ein absoluter Experte, ein Fachmann. Und die mitzunehmen, zu sagen, okay, was denkst du darüber? Dir dann auch Gedanken zu machen, könnte sein, ist es so, wie ich mir das auch vorstelle? Ja, vielleicht auch mal über den Tellerrand rausschauen, ist, glaube ich, eine gute Sache. Also ich habe dabei immer ein gutes Gefühl, wenn ich mein Team einfach immer wieder frage, wenn wir diskutieren, wenn wir miteinander kommunizieren, dann kommt, denke ich, auch mal immer was Gutes, was Positives heraus. Hat mich wahnsinnig gefreut, dass ich die Chance hatte, wieder beim FC Bayern München zu arbeiten. Auch in der Funktion als Co-Trainer und zusammen mit Nico war das einfach auch, ja, für mich eine gute Sache. Ja, ich meine, wenn man sich kennt und wenn man weiß, wie der eine oder andere tickt, ist es schon von Vorteil, finde ich. Ja. Und es war damals auch immer wieder sehr, sehr positiv, wenn wir uns getroffen haben mit der Nationalmannschaft. Also da kann ich auch, ähnlich wie das jetzt hier ist, ja, auch auf dem Niveau war Nationalmannschaft immer so auch, wie soll man sagen, du bist da hingekommen, du hast dich wohlgefühlt, weil es einfach eine gute, positive Atmosphäre war. Oh my God, Paciencia makes it 5-1. Mit meiner Frau war ich beim Abendessen und dann kam der Anruf, dann bin ich kurz weggegangen. Das war aber auch relativ kurz. Ich glaube, insgesamt waren es vielleicht 10 Minuten, Viertelstunde, wo ich dann gesprochen habe mit Karl-Heinz Rummenigge und mit Hasan. Und ja, und die haben mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Nico hat aber gesagt, okay, das ist für ihn kein Problem. Das war mir auch wichtig, dass er das so sieht. Und dann habe ich gesagt, okay, lass es uns machen. Und für mich war es ja am Anfang, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen so auf
auf Probe das Ganze und deswegen war für mich auch überhaupt kein Druck. Ich konnte die ersten beiden spielen bis zur Länderspielpause im November gegen Kirgisistan und gegen Dortmund machen. Und danach wurde entschieden, klar, die zwei Spiele, die waren gut. Wir haben einen guten Fußball gespielt, gegen Kirgisistan einfach mal reinzukommen. Aber dann natürlich die Art und Weise, wie wir gegen Dortmund gespielt haben, war einfach richtig gut. Tor! 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 Der Levi macht's! Ja, bist du deppert! Bravo, Hansi Flick! Bravo an die Bayern! Die nächste Etappe war dann bis zur Winterpause. Und dann nach zwei verlorenen Spielen war so, haben wir wieder die Kurve wieder bekommen und haben auch wieder einen guten Fußball gespielt. Manchmal auch das Quäntchen Glück auch erarbeitet im Spiel, muss man einfach auch sagen, weil wir ein sehr hohes Risiko gegangen sind. Und ja, letztendlich da sind wir unsere Spielidee einfach auch uns angenähert haben. Und danach kommt eine kurze Pause im Winter und eine gute Vorbereitung in Doha, muss man einfach auch sagen. Wir haben hart gearbeitet, sind dann gut in die Saison gestartet, in die Rückrunde gestartet. Perisic scores the 4-0. Lewandowski waiting in the middle, tapping. Chelsea 0, Bayern Munich 3. Lieber Hansi, herzlichen Glückwunsch, alles Gute. Für die, die nicht wissen, was da drin ist in dem roten Päckchen, es ist ein Stift und mit Stiften beim FC Bayern unterschreibt man ja manchmal auch Papiere. Ich wünsche dir alles Gute. Mach es weiter so, mach es gut. Good pass, Toni Soos, Goretzka, 6-0. But what a goal! Oh my lord! Wow! Ja, es war schon so, dass man so ein bisschen Eindruck hatte, ja, dass da jetzt was kommen kann. Und von daher war es für mich die richtige Entscheidung, damals zu sagen, okay, jetzt alles mal auf Halt und guck mal, was passiert. Und dann fangen wir eventuell wieder an. Dann mit dem Lockdown war dann für uns natürlich auch klar, dass wir direkt wieder anfangen wollen. Für uns war es klar, wenn wir was machen wollen, weil wir alle nicht wussten, wann fängt es wieder an, ja, wollen wir die Spieler natürlich zusammenhalten, auch als Team zusammenhalten. Herzlich willkommen zum Auswärtsspiel des FC Bayern München am 26. Bundesligaspieltag bei Union Berlin und natürlich auch zum Restart nach 69 Tagen Corona-Pause. Kimmich! Bravo! Und was für ein Tor von Joshua Kimmich! Alfonso Davies into the box, he goes, can't be stopped! Alaba! Tor! Für die Bayern 1-0! It's a good chip to Lewandowski, Lewandowski's in the box, and Lewandowski scores! Der ist drin und der zählt! Erfolg ist immer ein Prozess und das ist immer ein Prozess der Entwicklung und deswegen, die Freude ist groß. Das war ein Ziel, das wir uns gesteckt haben. Das ist eine Belohnung für ein hartes Stück Arbeit. Es war nicht ganz so einfach. Ich glaube, dass wir genau in den Phasen, wo wir es gebraucht haben, einfach auch da waren und die Mannschaft hat es letztendlich durchgezogen bis zum Schluss und hat hervorragend gefinisht und das war einfach auch eine überragende Leistung der Mannschaft, aber des ganzen Teams drumherum auch. Champions League in Lissabon. Das Ganze in einem Modus, wie er spektakulärer und gnadenloser nicht sein könnte. Like never seen before. 8-2, der Endstand im Viertelfinale in Lissabon. It's the final for Bayern Munich.
Ich glaube, dass jeder sich mit dem, wie soll ich sagen, mit dem Geist, der in dem Team auch lebt, ja, einfach identifizieren kann. Es ist, jeder ist bereit, auch Fehler für den anderen auszumerzen, da bereit auch das wieder ja, gerade zu stehen. Sehr gutes Gefühl gegeben, sehr viel Vertrauen gegeben. Mit den Siegen kommt natürlich noch mehr Vertrauen zusammen. Es ist nicht nur Hansi, sondern das ganze Trainerteam, wie die zusammengearbeitet haben und wir das auch umsetzen konnten. Das war wirklich eine Teamleistung von allen Beteiligten, nicht nur die Trainer, wir auch, die Mediziner und wie wir das alles zusammen gemacht haben. Das ist unglaublich. Es hat fast noch nie so Spaß gemacht, in der Mannschaft zu spielen wie jetzt. Was Hansi auch will von uns, ist immer die klare Meinung und das funktioniert richtig gut. Als er im November 2019 kam, war es so, als wenn einer den Lichtschalter angestellt hätte und dann sind wir in eine Erfolgsstory namens Hansi Flick auch mit diesem ganzen Club gekommen. Hansi Flick hat einfach eine Art, eine Persönlichkeit, jeden Spieler unheimlich wertzuschätzen, ihm das Gefühl zu geben, wie wichtig er ist für die Mannschaft und ihn auch noch besser zu machen, indem er seine Stärken fördert. Die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, war natürlich ein sehr, sehr hohes Risiko. Ja, wir müssen jetzt natürlich aufpassen, dass wir uns jetzt auch daran weiter orientieren, ja, und nicht jetzt gucken, okay, wir können gleich mal einen Schritt zurückgehen, weil ich sag mal, wenn du diese Idee, diese Art und Weise, wie man Fußball spielt, auch spielen möchtest, ja, dann muss jeder zu 100% auch sich damit identifizieren. Zu sagen, okay, es reicht doch mal 95% oder wir können das nicht durchhalten, das ist nicht der Fall. Damit hast du keinen Erfolg und da muss jedem für uns auch klar sein, dass wenn wir so weiterspielen wollen, dann muss jeder zu 100%, wenn er auf dem Platz steht, absolut fokussiert sein, absolut auch in der Lage sein, ich sag mal, zu 100% sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Dann werden wir da weitergehen können, wo wir oder den Weg weiter bestreiten können, den wir letzte Saison gegangen sind.